Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Enshrouded. Ich habe schon mal ein bisschen Material gesammelt und habe auch ein neues Schwert, wie ihr seht. Und das ist ziemlich geil, wie ich finde. Das ist nämlich das Schwert des Strahls. Und ist ein bisschen besser als was ich vorhatte. Also erhöht kritische Trefferchance. Ist schon geil. Auf jeden Fall habe ich schon mal Material gesammelt, damit wir die Flamme verstärken können. Damit wir direkt einmal die Prestigestufe erhöhen können. Bam. Sehr nice. Aber ich kriege keine Erfahrungspunkte mehr. Ich bin Level 25. Kann es sein, dass es Level Cap im Moment ist? Ich weiß es nicht. Und globaler Fortschritt freischalten. Das heißt, da ist jetzt auch erstmal finito. Jetzt können wir nämlich hier... Ne, da können wir immer noch nicht rein. Das heißt, hier gibt es trotzdem auch noch Miasma, wo wir auch nicht rein können. Wir schauen mal, wo wir als nächstes reingehen. Also wir haben questmäßig noch das Labor. Dann der Webstuhl. Ich glaube, das ist am allerwichtigsten. Finde die Weberhütte in Ostlapis. Honig, ja gut. Also ich würde sagen, Gleiter ist geil. Und der Webstuhl. Aber irgendwie habe ich hier keine Markierung. Warte mal, Ostlapis. Sonnentempel. Unter den Amseln. Aber wo ist Ostlapis? Sonnentempel. Das heißt, es sind zwei Sonnentempel. Aber wo... Ist es eventuell hier irgendwo in der Nähe? Obeliskforschung. Jetzt die goldene Frage, wo wir halt hingehen, ne? Ostlapis. Ich überlege echt, wo wir als nächstes hingehen. Also, sonst holen wir vielleicht den Gleiter. Holen wir den Gleiter. Ein besserer Gleiter ist doch auch schon mal was. Dann gehen wir von hier aus einmal. Wir haben Tränke, wir haben eigentlich alles. Ich glaube, das sollte passen. Weil ich weiß sonst nicht jetzt für eine Markierung halt, wo wir den Webstuhl finden. Werden wir schon irgendwann finden, Leute. Das werden wir irgendwann finden. Wir hauen uns jetzt erstmal hier wie immer unsere Snacks rein. So. So, ah ja, okay, das passt. Dann würde ich sagen, nochmal einmal hier so einen netten Trank. Miasma-Trank auch. Ich weiß nicht, ob wir gleich direkt ins Miasma reingleiten. Safe ist safe. Aber da hinten, das ist der Tempel, glaube ich, ne? Sieht mir ganz danach aus. Und das ist das Rand von der Map, ne? Mit Miasma. Alles klar. Dann sind wir auch mal am Rande der Map. Zum ersten Mal. Also hier auf jeden Fall eine Wüste. Nicht schlecht. Aber geil, dass ich jetzt mein Upgrade geholt habe. Und mal schauen. Also ich habe jetzt immer mit den Funken so gemacht. Ich bin echt manchmal aus dem Spiel rein und rausgegangen. Habe dann ein paar gesammelt. Oh. In der Nähe waren. Wo ich weiß, dass sie immer 3, 4 Funken gegeben haben. Hm. Nicht nach meinem Stil, aber hey. Warum nicht? Kann man mitnehmen. Ach nee, komm. Sich ab, Kollege. Ich habe keine Zeit. Aber Webstuhl wäre schon ganz gut, ne? Aber dann könnten wir nämlich auch mit Eisen unsere neue Rüstung eigentlich machen. Weil von der Rüstung hier habe ich nur den Brustpanzer bekommen. Aber es lohnt sich halt, den anzuziehen, weil der echt besser als mein aktueller ist. Okay, wir müssen nicht mal unbedingt durchs Miasma. Ich würde sagen, wir laufen einfach hier entlang. Aber warte mal, da ist ja noch was. Küstenwacht. Alles klar, müssen wir aber jetzt nicht... Sollen wir noch mal kurz reinschauen, ob da irgendwas ist? Oh, zisch ab. Ich hasse die, ne? Die sind wirklich ultra nervig. Muss man schon sagen. Wollen wir da rein? Ja, nee, komm, wir gehen direkt zum Tempel. Ich denke, da wird nichts Besonderes sein. Vielleicht irre ich mich auch, aber let's go. Auf zum Tempel. Komme ich jetzt von hier aus gut dahin oder lieber doch durchs Miasma? Habe ich jetzt leider nicht so drauf geachtet. Skorpion Bro, ich habe leider keine Zeit für dich heute. Oh, Ausdauer. Komm, schneller. Ja, gut, der ist weg. Das sind echt nervig, ey. Als Nahkämpfer ultra nervig. Hätte ich vielleicht doch einen Bogen rein skillen sollen? Wahrscheinlich ja. Na gut, so ist nun mal das Leben. Okay, sollen wir mal hier kurz reinspicken?
Oh, warte mal. Nee, das ist nur Schutt, oder? Warte mal, ich piek's trotzdem mal rein. Ah, das ist klar. Hätte ja sein können, das sah erstmal irgendwie wie Quarz aus oder so. Aber hier ist nur Schwefel. Na gut. Weg hier. Immer weitermachen. So, lass mich raten, hier sind Plünderer. Ja, klar, sehe ich da oben schon. Na, dann kommt mal her. Können wir einmal andetschen hier? Ah, perfekt. Haben die schon... Oh, die sind 30. Aber ich kann nicht weiter leveln. Ist das bewusst so? Ich habe keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund haben wir ein Level Cap. Wahrscheinlich Early Access, wenn es weitergeht. Die sind schon robust jetzt, ne? Man merkt auf jeden Fall den Level-Unterschied. Aber so ist das Leben. Oh, danke. Das erste Mal, dass die ein bisschen nützlich sind, die Viecher. Aber warte mal, was für Waffen droppen die hier? 47 Schaden. Also wenn wir hier vielleicht eine legendäre Waffe finden oder eine epische, könnte das vielleicht schon gar nicht verkehrt sein. Knochenfort. Wir sollten hier auf jeden Fall uns ein bisschen umschauen. Oh, die sind so nervig, ne? Diese schreien, ich drehe durch. Ich glaube, da ist gerade jemand im Anmarsch, oder? Hab ich nicht gerade... Oh, oh, oh nein. Oh, die sind so ekelhaft. Oh. Komm. Wo ist der andere? Kommt er hoch? Wir holen erstmal den hier weg. Aus irgendeinem Grund kommt er nicht hoch. Aber das passt schon. Ah, super. Das muss ich irgendwie anders machen. Ah, nicht gut. Oh, 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 oh. Okay, vielleicht sollten wir doch bei dem in den Nahkampf gehen. Oh nein, ist auch noch unglaublich. Das gibt's noch nicht. Zieh ab. Oh, die sind stark, ey. Hier sind die echt ultra stark. Ich brauche bessere Tränke. Warte mal. Alter, 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 Alter. Das ist nicht gut. Boah, Alter, sind die heftig. Das gibt's doch nicht. Na super. Nix da. Komm her. Oh, endlich. Oh, sind die nervig. Ich hätte mir wahrscheinlich doch irgendwie größere Tränke machen sollen, ne? Was war das für ein Geräusch? Ich hoffe, ich kriege hier ein bisschen netten Kram. Da hinten, das haue ich mal weg.
Ja, super. Boah, die sind aber echt robust hier. Und vor allem können wir nicht mal aufleveln. Oh nein. Oh nein. Boah, die sind echt hartnäckig, Leute. Ich sag's euch. Eieieiei. Ich hoffe, ich kann die gleich reparieren. Ganz schön knackig, muss man schon sagen. Ach nein. So, okay, die Ratten halten hier drei Schläge aus. Das gibt es doch nicht. Das Blöde ist echt, ich kriege keine Erfahrung mehr. Warum kann man nicht bis 30 leveln? Man kann gegen 30er kämpfen, aber nicht bis 30 leveln. Warte mal, könnte da oben vielleicht noch was sein? Da war ich gar nicht, ne? Aha. Ja, na super. Das war ja mal wieder mega gute Beute. Ich würde ganz gerne mir von hier noch einen Screenshot holen. Das muss sein, Leute. Und dann noch einmal von hier. Sieht gut aus, der Tempel. Okay. Ja, die gehen ja noch. Aber die Grünen sind echt ultra Katastrophe. Ah, ah, ah. Boah, sind die robust. Selbst die hier. Also wenn da gleich ein Boss sein sollte, dann habe ich richtig Probleme, ne? Ah, 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 ah. Nicht gut. Ich halte jetzt einfach drauf. So. Gehen wir kurz zu dem Dude hier nach oben. Hier einen Haken? Nö. Oh, reparieren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau das habe ich gerade gebraucht. Ach, da bist du. Ach komm. Nee. Die sind so robust, ne? Das ist unglaublich. Oh, geht doch. Okay. Dann müssen wir gleich schauen, ob hier in der Mitte noch eventuell irgendwas ist. Jetzt haben wir noch ein paar Türen. Hier ist irgendwie... Ist da eventuell irgendwas? Irgendwas versteckt? Nein. Ich glaube, hier sollten wir echt alles unter die Lupe nehmen. Ich denke, hier könnte irgendwas Gutes sein. Und die Frage ist, wo? Und hier ist versperrt. Das hat schon seinen Grund, oder? Ach nee, die Ratten. Nee, nee, nee. Das nehme ich jetzt nicht mit. Lass mich ran, das explodiert gleich. Nee. Da habe ich mich wohl geirrt und hier ist ein Keller, warte mal. So. Oh, warte mal. Ups, falsche Taste, na super. Eine nette Toilette. Bumbomben. Na klar, wer hätte es gedacht.
Wer hätte es gedacht, es gibt Bomben. Bomben im Angebot. Aber nichts von Nutzen irgendwie. Hier vielleicht. Oh, da habe ich eine Truhe gesehen. Warte mal. So, was haben wir denn hier drin? Warte mal. Fernkampfschaden. Sind die besser als meine 22-22? Ja. Nahkampf, aber... Die sind auch wieder nicht passend, aber die sehen geil aus. Die sehen echt wild aus. Cool. Aber die passen eher als die anderen sogar, würde ich sagen. Ich brauche mehr Rüstungsteile. Vielleicht finde ich in jedem Tempel einen Rüstungsteil, keine Ahnung. Oder wir müssen uns hier auf jeden Fall noch in Ruhe umschauen. Oh nein. Oh nein. So. Wir ballern jetzt einfach ganz viele hiervon drauf. Dann noch einen Vergifteten. Das ist mir gerade ein bisschen angenehmer. Ah, daneben, super. Habe ich jetzt gerade keinen Nerv. Sehr schön. Da hatte ich jetzt echt keinen Nerv, Leute. Ich habe jetzt viele Miasma-Pfeile verballert, aber was soll's. Dafür sind sie ja da. Dafür sind die guten Dinger ja da. Okay. Nee, hier ist nichts. Oh, das ist wieder ein Keller. Aber auch bestimmt nur mit Müll. Ist hier was drin vielleicht? Kohlestaub. Oh, ich sollte vielleicht doch ein bisschen mehr die Fässer jetzt zerdeppern und so, ne? Es könnte sich doch lohnen. Ja, aber auch nicht immer. Ja, größtenteils sind Plünderer Dörfern irgendwie nicht, ne? Oder eher gesagt, Orte, wo die Plünderer sind. Was macht die denn hier? Oh nein, super. Die spaziert hier einfach lang. Nice. Interessant, ist hier irgendwie was drin? Ja, das Ding ist, sie könnte vielleicht was droppen, oder? Ich schaue erstmal in den Hütten nochmal kurz rein, bevor ich hier kämpfe. So. Oh nein. Na super. Alter, allein gegen so eine, ne? Ja, komm. Wir müssen in den richtigen Momenten blocken. Dann können wir dem vielleicht einen Gnadenstoß geben. Oder er gibt uns gleich einen Gnadenstoß. Das kann auch sein. Ja. Okay, wir haben ihn eh... gleich und er hat uns auch fast. Alter. Die sind badass, Leute. Ich sag's euch. Die sind nicht lustig. Na super. Das heißt, hier war einfach gar nichts. Dachte wegen der Tür und so. Dachte ich mir, oh, da könnte was sein. Was? Zwei? Oh. Wie wär's denn? Wirkt das gut? Anscheinend... Oh nein. Oh, oh, okay, okay. Alles klar. Oh, 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 oh. Nicht gut. Kommen auch noch die Ladies. Na super. Nein. Das gibt's auch nicht. Die verspotten mich. Ey, die kommt echt hier hin, ne? Und die da hinten? Ist wieder Leben voll. Na super.
bin am Arsch. Können wir den hier durchschlagen? Er kann auch durchschlagen. Das ist nicht so geil. Okay. Nein. Boah. Oh, 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 oh. Wie soll man das hier schaffen? Alter, Alter, Alter. Nein. Mach jetzt keine Faxen hier. Es wird auch noch dunkel. So, wenn wir den weg haben, dann ist erstmal ein bisschen entspannter. Zwei von den Muttis. Nicht so gut. Oh, super. Oh, 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 nein, 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 nein. Jetzt muss ich aufpassen. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss dann gleich ganz kurz so einen Irrlichttank trinken. Nein. Ja. Okay, ich muss hier echt aufpassen. Ja, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, jetzt wehrt auch noch alles ab. Aufpassen wegen dem Gift von denen. Das ist nämlich ultra mies. Ja, das ist sehr mies. Oh nein, 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 nein. Oh, ich wollte einen Trank trinken. Das war knapp. Na super. Bin ich mal auf Schwert drauf. Okay. Nein! 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 Ich war fast tot. Oh, weil ich so gierig war. Oh nein, wo bin ich jetzt? Ach, hör mir doch auf. Oh nein, da war nicht mal ein Wiederbelebungspunkt, ehrlich? Na super. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, ich mache mir noch mal ein paar Miasma-Pfeile oder so. Ah, oh, ich hätte es eigentlich geschafft, ne? Aber komm, wir haben jetzt Miasma-Pfeile, weil die sind uns jetzt so oder so ausgegangen. Dann hole ich vielleicht noch, stell schon mal ein bisschen Säure her, wenn ich überhaupt das Material dafür habe. Weil diese Säurefähigkeit, die ist schon ganz gut. Ah, ich verdrücke mich irgendwie die ganze Zeit. So, mach mir mal ein paar... Oh doch, ich wollte schon sagen, ich dachte schon, ich habe nicht... Ja, super. So viel kann ich jetzt aber auch nicht machen. Polsterung. Warte mal. Ich brauche mehr Stoff und auch Stoff. Wo ist denn normaler Stoff? Kann ich wahrscheinlich schon in der Gerberei machen, ne? Nicht Gerberei, die... Oder warte mal. Hier können wir nur Leder machen. Schade, sonst hätte ich nämlich ein neues Rüstungsteil machen können. Kollege, kannst du mir eventuell... Super. Ich habe keine lila Bären, ich habe keine Kamille. Läuft. Und hierfür habe ich einfach keine Kohle gerade. Ja, nice. Was habe ich denn noch? Ah, schade, das war eigentlich schon ein guter Zauber.
Dann nehme ich mir mal ewige Eisbolzen mit. 17 Schaden, 51. Nehmen wir die auch noch mit? Warum nicht? Heilung, ja. Nein, warum nicht, ne? Mit einer Heilung. Ja, nee, ich mache mir noch mal ein paar Verbände. Vielleicht habe ich noch ein paar Tränke hier. Die ganz großen habe ich. Na dann. Nehme ich mal beide mit. Und dann. Gar. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Bandagen. Reicht das? Wie viel habe ich? Wo sind die? Bin ich blind? Die Bandagen. Ach, da. Ja, komm, machen wir noch ein paar mehr. Okay, dann gehen wir mal Sleepy Sleepy machen. Oh, das ist aber ärgerlich, ne? Das war so knapp. Aber jetzt habe ich leider kaum Miasma-Pfeile. Weil die sind schon echt nicht schlecht, ne? Miasma-Pfeile. Aber hey, ich habe neue Handschuhe. Dann machen wir uns mal eben auf. Ah, keine Stelle haben wir da. Ich hätte echt gedacht, ich schaffe das, aber da war ich ein bisschen zu gierig, ne? Da war ich echt zu gierig, Leute. Naja, gut, das Gute ist, wir haben jetzt nur noch gegen eine Mutti zu kämpfen. Das ist ja halb so wild, das sollten wir eigentlich schaffen. Ich meine, wir haben gegen mehrere Gegner gerade auf einmal gewonnen. Hier fehlt die Textur mal wieder, nice. Ja, jetzt muss ich halt mich wieder auf den Weg machen, ne? Das muss leider sein, aber gut, so ist das Leben. So ist nun einmal das Leben. Gibt Schlimmeres. Okay. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wird da noch ein heftigerer Gegner sein? Ein Boss? Das könnte sein, ne? Oder sollte man da erstmal mit. Hä? Wollte schon sagen. Sollte man da erstmal mit Eisentruhe, mit Eisenrüstung hin. Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das kann man auch so packen. Aber schade, dass wir nicht weiter vom Level aufsteigen, ne? Vielleicht wären wir schon Level 26 oder so. Höchstwahrscheinlich. Na gut, so ist nun mal das Leben. Wird schon alles seinen Sinn haben. Vielleicht finden wir echt eine geile Waffe. Guck mal, die haben allein schon jetzt 47 Schaden, so viel wie meine jetzt hat. Das sind halt nur graue Waffen, ne? Nicht mal episch oder so. Vielleicht kriegen wir da irgendwie eine 30er Waffe. Das wäre richtig geil. Wenigstens das. Jetzt muss ich hier einmal kurz aufpassen. Ich habe jetzt keinen Bock auf so einen Geier. Das muss nicht sein. Das muss ich mir jetzt nicht antun. Aber krass, ey. Zwei von diesen Müttern. Und dann sind die auch noch auf Stufe 30. Dann noch diese komischen grünen Ninjas oder keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Das ist, ja. Nee. Ich habe jetzt keine Zeit, Jungs. Ihr gebt mir da nicht mal Erfahrung, dann ignoriere ich euch. Kein Interesse. Okay. Da oben sind wir gestorben. So, dann nehmen wir erstmal den Kram hier. So. Im Bogen gedroppt. 25. Ich bezweifle aber, dass er besser sein wird, oder? Pfeilgeschwindigkeit. Ja. Wollte schon sagen, da ist irgendwas. Ah, komm, nehmen wir erstmal mit. Wir können ja immer noch wegwerfen. Aber wo sind die anderen Leichen? Ich war jetzt so im Kampf vertieft, dass ich irgendwie völlig unter Hektik hier. Hier unten. Das war echt Hektik pur. Achso, nur ein paar Wölfe. Aber waren da nicht noch die Leichen von den Kämpfern da? Oder wo habe ich die gelootet? Habe ich die schon. Ach, keine Ahnung. Oder warte mal, habe ich da gerade. Nee. Alles klar, das ist noch eine Kiste. Vielleicht ist da irgendwie ein bisschen ein paar Pfeile oder so. Das wäre ganz nett. Nö, gar nichts. Nice. Genauso muss es sein.
Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir reingehen und schauen, was es dort so Schönes drin gibt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.